wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los? So, im Jagdschlösschen zu Harlaching, gar nicht weit weg vom Trainingsgelände des TSV 1860 München, treffen wir uns. Wir, das heißt Friedhelm Funkel, aktueller Cheftrainer der Löwen, und ich. Ja, erstmal danke, dass es geklappt hat, Friedhelm. Kein Problem. Die nächsten 4,5 Stunden wirst du dich mit mir beschäftigen und das Training mit deiner Mannschaft verpassen. Ja, nur 4,5 Stunden. Ich habe schon gedacht, das dauert noch länger, aber okay, 4,5 geht. Friedhelm, ich wollte als allererstes mal mit einer Geschichte aufräumen, die mir wieder mal begegnet ist, als ich Freunden erzählt habe, ich treffe mich mit Friedhelm Funkel und mache mit dem mal für Buschi TV ein Interview. Und ihr werdet sehen, der ist anders, als ihr alle glaubt. Und die meisten haben wieder gesagt, boah, der Friedhelm Funkel, der ist ja ein Fußballfachmann. Aber das ist doch irgendwie so ein Dröger. Das ist doch einer, der geht doch zum Lachen in den Keller. Ja. Wie, ich meine, ja, wir kommen ja später darauf, dass ich das anders kenne. Was glaubst du, woher dieses Image, dieser Ruf bei vielen Fußballfans kommt? Ja, ich glaube einfach durch meine Tätigkeit am Spielfeldrand. Ja, da bist du ja als Trainer nicht derjenige, der du in der normalen Welt bist, sondern du bist ja total fokussiert auf das Spiel, auf die 90 Minuten, auf deine Mannschaft, auf deine Spieler, auf den Gegner. Ja, und dann ist es ja in meiner Karriere so gewesen, dass ich nicht viele Spiele sehr hoch gewonnen habe, sodass du nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde schon mal etwas lockerer die 90 Minuten begleiten können. Es war immer sehr häufig spitz auf Knopf, es waren immer knappe Ergebnisse, es waren immer hektische Spiele oder meistens hektische Spiele. Und da hast du natürlich einen Gesichtsausdruck, der nicht fröhlich ist, der dich nicht gut gelaunt am Spielfeldrand sieht. Und dass früher, als meine Kinder noch klein waren, sich erschrocken haben, wie sie mich am Spielfeldrand gesehen haben. Ich habe gesagt, das bist du doch gar nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, doch, natürlich bin ich das, aber in einer anderen Funktion. Und da kann man nicht so frei sich entfalten, wie man das möglicherweise, oder nicht möglicherweise, sondern wie man das dann im Privatleben macht. Aber es ist schon der authentische Friedhelm Funkel, ja, weil, ja. Weil du in dem Moment einfach extrem, wie du es genannt hast, fokussiert bist. Und das heißt, es ist nicht so, dass du dir eine Maske aufsetzt und sagst, ich darf jetzt nicht zu locker rüberkommen. Nein, 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 das ist einfach so, da bin ich authentisch. Ich habe mich das ein oder andere Mal, da gibt es eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt. Da war ich in Köln Trainer und beim FC ist ja vor dem Spiel immer eine richtig geile Stimmung. Ja, vor dem Spiel, so eine halbe Stunde vor dem Spiel, die ganzen Kölner Karnevalslieder werden dort abgespielt, das Kölner Vereinslied. Und da habe ich mich dann auch mal hinterher, aber erst vor der Kamera hab ich dann gesehen, dass ich so ein, zwei Minuten vor dem Anpfiff, als dann das Kölner Vereinslied gesungen wurde, dass ich mitgesungen habe. Ja? Das war dann, da habe ich mich mal so wirklich von der Emotion anstecken lassen, 2 Minuten vor dem Spiel, was normalerweise nicht, aber ist das was Schlimmes? Nee, das ist nichts Schlimmes. Natürlich ist das nichts Schlimmes und das habe ich ja dann da auch gemacht. Nur es wird ja leider dann immer in den Medien als unkonzentriert, der beschäftigt sich dann mehr mit den Liedern als mit der Mannschaft, wird dir das ausgelegt. Und das ist als Trainer natürlich auch nicht immer gut dann. Sind das dann so Geschichten über Medien, werden wir gleich auch noch sprechen. Dann kommt plötzlich sowas auf wie Schunkelfunkel, weil du den Kölner Karneval magst. In Gottes Namen, da ist übrigens nichts Schlimmes dran. Nein, überhaupt nicht. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Das ist ja auch hier in München. Nach 2 Tagen stand das schon hier in irgendeiner Zeitung, als man mich etwas näher darstellen wollte. Da stehe ich auch zu. Das ist ja außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit als Trainer, ob das beim Training oder beim Spiel ist. Und da bin ich halt vielleicht auch anders als viele, viele Kollegen. Da gehe ich auch mal gerne feiern, da fahre ich auch mal in Urlaub und feiere. Und eben auch im Karneval, wenn ich es verantworten kann, sportlich gesehen, dann feiere ich. Und warum soll ich dann? Das ist Usus in Köln beim Karneval, dass man dann auch schunkelt. Habe ich übrigens jetzt auch auf den Wiesen erlebt. Ja, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber ja. Stichwort, du hast gesagt, im Urlaub bin ich ein anderer Funkel. Wir haben das ja schon mal gemeinsam erlebt. Mhm. Und da geht es gar nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Aber wenn du sagst, ja, da feiere ich auch mal. Aber du beißt da vor allem auch im Urlaub auf dem Tennisplatz. Du bist jetzt nicht technisch der überragende Tennisspieler. Überhaupt ich auch nicht übrigens. Überhaupt nicht. Aber überhaupt sag mal, wir sind ja beide nicht mehr die Allerjüngsten. Wie kriegt man es hin, dass man immer noch wie so ein Wiesel hin und her rennen kann? Und vor allem auch
immer will, immer diesen Ehrgeiz hat. Du hast mich genervt bis zum geht nicht mehr, weil du immer überall schon da warst. Ja, das ist auch naturell in mir, dass ich eben bei solchen Spielen, ob das Tennisspiele, Fußballspiele sind, ich will immer gewinnen. Und durch meine Tätigkeit als Trainer, das könnte für den Gegner schon mal abartig sein, nicht für mich, aber für den Gegner. Und es ist einfach so, dass ich ja auch nach meiner aktiven Laufbahn immer Sport gemacht habe. Ich habe immer dadurch, dass ich mit jungen Leuten gearbeitet habe, auch selber mich fit gehalten habe, am Anfang meiner Trainertätigkeit eben teilweise noch selbst mitgespielt habe, die Läufe alles mitgemacht. Das ist natürlich weniger geworden, aber ich gehe immer noch 3-4 Mal die Woche laufen für mich. Ja, und das hält mich natürlich fit und gesund und das ist wichtig. Um eben dann das, was du eben angesprochen hast, diese technische Unterlegenheit, dann eben mit meinen läuferischen Qualitäten dann wieder wettzumachen. Und ich spiele ja auch öfter gegen Leute, die dann mit Verlaub auch noch ein bisschen besser Tennis spielen wie du. Ja, und da muss ich natürlich noch mehr laufen. Und das macht mir aber Spaß. Und dann haben Gleichaltrige, du bist ja noch ein Stück weit jünger, aber gleichaltrige Leute mit mir natürlich ein Problem, klar. Ich habe generell auch ein Problem gehabt, aber das liegt tatsächlich daran, dass ich nicht so ein super Tennisspieler bin. Aber ich hatte den Wolf Fuß an meiner Seite, der ja eigentlich technisch ein sehr guter Tennisspieler ist. Ja, der ist natürlich nicht nur technisch gut, der ist natürlich auch läuferisch sehr stark, er ist ja sehr schlank und hat von daher auch läuferische Qualität, der Wolfi. Ja, aber es hat nichts genutzt. Lass uns noch mal auf die Kölner Zeit zu sprechen kommen. Überhaupt nicht Karneval oder sonst was, sondern wenn du dich ertappt hast dabei, vor einem Spiel mal beim Kölner Vereinslied mitzusingen. Beschreib mal so ein bisschen das Besondere am Fußball in und um den ersten FC Köln. Weil alle immer sagen, das ist was ganz Spezielles, die gewinnen dreimal, dann sind die Fans schon in der Champions League. Ist ja auch so ein Vorurteil, womit man den Leuten vielleicht auch nicht gerecht wird. Aber was macht das aus beim FC? Ja, generell der Rheinländer und hier natürlich generell der Kölner ist unglaublich lebenslustig, unglaublich lebensfroh. Und ich war ja jetzt auch schon bei vielen Vereinen als Spieler wie als Trainer, aber ich habe selten so eine Identifikation mit dem Verein und mit der Stadt erlebt, wie das in Köln gelebt wird. Das wird gelebt, das wird zelebriert, wird diese Verbundenheit mit Stadt und der Verein. Es gibt im Erfolg wie im Misserfolg. Im Erfolg wie im Misserfolg. In Köln gibt es drei Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Das ist der FC, das ist der Dom und das ist der Karneval. Und diese drei Dinge lebt der Kölner in einem Ausmaß, wie ich das selten erlebt habe. Ich habe immer mal so im Scherz gesagt, wenn man um Köln herum eine riesengroße Mauer baut, wo man nicht mehr rauskommt, sind die Kölner trotzdem zufrieden, sind die trotzdem glücklich. Die brauchen nichts anderes. Ja, und das zeichnet die aus. Und diese Liebe zum FC, die wird dir schon direkt nach der Geburt von deinem Vater, von deiner Mutter, die werden mit. Es gibt nur FC-Fans in Köln. Das ist unglaublich. Und so lebt man natürlich auch mit diesem Verein, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und selbst in der zweiten Liga kommen ja im Schnitt 48.000 Zuschauer. Egal gegen welche Mannschaft, egal wann, ob Ostersonntag, ob am zweiten Feiertag, wird ja noch nicht gespielt, zweiten Weihnachtsfeiertag, aber da würden auch so viele kommen. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Was nervt daran eventuell mal? Es wird nicht immer nur eitel Sonnenschein. Nein, es nervt natürlich manchmal die voreilige Unzufriedenheit, die dann auch da ist. Ja? Die wächst dann natürlich auch, wenn ich an das letzte Abstiegsjahr vom FC denke, noch mit Podolski, wie dann eben auch Fans unzufrieden waren und die dann in Handgreiflichkeiten teilweise ausarten, in unglaublich großen Abschießen von Bengalos und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ganz letztes Spiel gegen Bayern München. Da war ich da, habe ich kommentiert. Das war ja grausam. Das Wort will ich gar nicht sagen, aber das war ganz, ganz schlimm. Ja, und das ist natürlich der negative Effekt dann, der dabei ist. Oder dass die Kölner Fans, wenn sie halt unzufrieden sind, andere Fangruppierungen angreifen und so weiter. Das ist das Negative in Köln, absolut. War es die emotionalste Station vom ganzen Drumherum für dich, Köln? Ja, absolut. Es war die emotionalste Station, es waren knapp 2 Jahre. Und das war schon das Emotionalste. Ich bin hingekommen, dann konnten wir den Abstieg gemeinsam im Grunde nicht mehr vermeiden. Wir sind abgestiegen.
wo wirklich zutiefst Trauer da am Anfang natürlich war. Dann sind wir in die zweite Liga gegangen mit einer ganz anderen Mannschaft, mit einem neuen Trainerteam und. Sind dann aufgestiegen und haben dann, ich glaube, 5 oder 26 Spiele vom ersten Spieltag an nicht verloren. Dann war da eine Euphorie und Emotionen sind da hochgekommen. Das war Wahnsinn, auch in der Stadt natürlich. Ja, und dann sind wir aufgestiegen und dann haben wir in der Bundesliga keinen guten Start hingelegt, sind dann dort auch, standen dann 16, 17 und so weiter. Und danach hatten sie mich dann auch, Andreas Rettig war damals da, der einen super Job da gemacht hat, überhaupt keine Frage. Aber es war damals halt, das hat er mir danach auch mal zugestanden, ein Fehler von ihm, mich so früh zu beurlauben, nach 8 oder 9 Spieltagen war es, glaube ich. Ja, das war dann im Oktober, also es war 8 Spiele oder so. Ja, allerhöchstens, vielleicht 7 oder 8 Spiele. Das war nicht länger und dann kam Marcel Koller und der hat es dann auch nicht mehr hinbekommen, wir sind dann abgestiegen. Aber diese Emotionen, die dann dort mitgespielt haben, im Positiven wie im Negativen, die so in die Höhe schießen und dann 2 Tage später wieder bis in den Keller gehen, das hat man selten erlebt. Und mit allen Dingen, die man in Köln in der Stadt eben auch, mit den Feierlichkeiten, mit all dem, was in Köln ist, also das war schon das Emotionalste. Du hast schon angesprochen, ihr habt euch dann getrennt. Man wird dann im Regel, trennt man sich in beiderseitigem Einvernehmen. Meist wird aber der Trainer, wenn man ehrlich ist, gefeuert. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn man in einem Job tätig ist, wo einem im Normalfall 5, 6, 7 Mal im Berufsleben passiert, dass man entlassen wird. Und jetzt mal nicht die ganz öffentliche Geschichte so, ja, wir haben, das hat dann nicht mehr gepasst. Was macht das mit einem, Friedhelm, wenn man da sitzt und gesagt bekommt, mal geht es ja auch per SMS oder per Telefon, du, wir haben uns entschieden, uns von dir zu trennen, du erreichst die Mannschaft nicht mehr oder sonst was. Was macht das mit einem, wenn das ein paar Mal passiert ist? Also per Telefon habe ich es nur einmal erlebt, das ist noch gar nicht so lange her. Ansonsten entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, die man in dem Job da ist, entwickelt man ja ein Gespür dafür, ja, wo oder in welche Richtung das hingeht. Und man lernt damit umzugehen. Das heißt, du ahnst meist schon, jetzt ist nach der nächsten Niederlage... Ja, vielleicht nicht unbedingt nach der nächsten Niederlage, aber wenn man einen Negativtrend hat, lernt man ja auch die Leute, die Verantwortung tragen für den Verein, lernt man ja im Laufe der Jahre, lernt man kennen. Und man lernt auch einzuschätzen, wie sie reagieren, wenn wenn der Wind mal richtig von vorne kommt. Wenn die Verantwortlichen von den Medien, von den Zuschauern, von den Fans unter Druck gesetzt werden. Jetzt gibt es was zu essen, glaube ich. Warte, mach einfach weiter. Ja, wenn die Negativserie halt anhält und der Druck eben auf die Verantwortlichen sehr, sehr groß wird. Mhm. Und dann weiß man auch durch die Zusammenarbeit, wie gehen die damit um. Ja, vertrauen die dir weiter, weil du änderst ja deine Art und Weise der Ansprache, der Trainingsgestaltung nicht. Du bist ja der Trainer, der auch irgendwo anders da war, der auch in der erfolgreichen Zeit bei dem Verein gearbeitet hat, wo es jetzt vielleicht mal 4, 5, 6, 7 Wochen nicht erfolgreich ist. Ja? Danke. Aber dann das Vertrauen zu behalten, das schaffst du nur, wenn du starke Persönlichkeiten im Vorstand hast, die auch aus dem Fußballgeschäft kommen. Das ist ein unsagbarer Vorteil für einen Trainer. Ist das tatsächlich so wichtig? Oft sagt man ja auch, es macht vielleicht ein bisschen betriebsblind, wenn das zu viele Leute aus der Branche sind. Dann hört man natürlich von ehemaligen Aktiven immer wieder, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, beim HSV ist zu wenig Fußball-Sachverstand. Warum ist das so wichtig? Ich meine, nur Ehemalige kann es auch nicht sein. Ist nicht die Mischung viel eher? Ja, aber die Verantwortung haben, die müssen wissen, was im Fußball vorgeht. Die müssen wissen, dass ein Trainer nicht immer der Verantwortliche dafür ist, dass es gerade in dem Moment vielleicht mal nicht gut läuft. Ja, dass auch innerhalb der Mannschaft der ein oder andere vielleicht da Mitverantwortung trägt, dass vielleicht Leistungsträger verletzt sind, dass Spieler gesperrt sind und so weiter. Und da kann ich ja immer nur wieder das Beispiel Frankfurt nennen, wo ich 5 Jahre war und wo ich auch im ersten Jahr ein-, zweimal vom Aufsichtsrat in Frage gestellt worden bin. Ja, aber dort halt mit Bruchhagen einen Vorstandsvorsitzenden gehabt habe,
der aber genau gesehen hat, wie wir gearbeitet haben, dass das nicht an mir lag oder am Trainerteam lag. Ebenso einer, der aus der Branche kommt. Der aus der Branche kommt, der vieles schon miterlebt hat und der einfach aus täglichen Gesprächen, die wir geführt haben, ich immer wieder ihm auch erzählt habe, was in der Mannschaft los ist, wie wir arbeiten, warum das ein oder andere jetzt vielleicht gerade mal nicht läuft, er das eben auch verstanden hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, sich nie beeinflussen ließ von Spielern. Es gibt ja immer dann wieder Spieler, die unzufrieden sind, die dann mal zum Präsidenten gehen oder zum Aufsichtsratsvorsitzenden das oder was weiß ich. Ja, natürlich gibt es das. Und dann hinter dem Trainer sich dort beschweren wollen. Mhm. Hat er die Tür aufgemacht und hat gesagt, raus. Mhm. Will ich nicht hören. Dein Ansprechpartner ist der Trainer. Ja, mit dem musst du zurechtkommen. Er hat die Befugnis im Grunde und was weiß ich alles, um mit dir zu sprechen, zu machen. Da kannst du dich beschweren. Du arbeitest mit dem jeden Tag. Ja, und das können nur ganz wenige. Das können nur ganz wenige. Oder er ist auch nie, wie Rainer Kallmuth das oft gemacht hat, wenn es nicht so gut lief und andere auch, wie hat man früher immer gesagt, sich an einen runden Tisch gesetzt, ausgesprochen und so weiter. Hat er nie gemacht, sagte, das ist deine Aufgabe. Du musst dafür sorgen, dass es wieder läuft und so weiter. Das ist nicht meine Aufgabe. Damit stärkt er einen Trainer auf unglaubliche Art und Weise. Die Spieler wissen ganz genau, sie haben keine Anlaufstation. Sie haben keine Anlaufstation. Und dieses Vertrauen zahlt sich dann aus und die Spieler merken das. Aber wie gehst du denn damit um? Da würde mich mal interessieren, ob du einen Unterschied machst. Ist es ein Spieler, ich sage jetzt mal einer, der mitläuft, der eine normale Rolle in der Mannschaft hat, macht hintenrum Stunk, eine Sache. Ist es ein Star, ist es ein Leistungsträger, ist es eine prägende Figur des Vereins? Wie geht man dann, macht man da Unterschiede im Umgang mit Spielern, die sich so verhalten? Weil jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns nicht vor, Friedhelm, es ist schon schwieriger, einen Leistungsträger dann zu rasieren. Ja, natürlich ist das schwieriger und ich bin auch keiner, der irgendwann mal sagt, ich behandle alle Spieler gleich, das mache ich nicht. Und wer das sagt, der sagt aus meiner Sicht nicht die Wahrheit, ja, auch als Trainer nicht. Du hast 18, 19, 20-Jährige und du hast 30, 2, 3, 4, 5, 36, du hast Familienväter, du hast Leute, die schon was erlebt haben, du hast Spieler, die auch schon einiges erreicht haben. Mit denen gehst du anders um als mit jungen Nachwuchsspielern, das ist ganz klar, du sprichst auch mit denen. Aber mit denen versuchst du eine ganz andere Basis zu schaffen, ja? Eine vertrauensvolle Basis, ja, eine verantwortungsvolle Basis. Vertrauen musst du auch versuchen, mit den Jungen aufzubauen. Ja, aber dann letztendlich eben auch mit denen oder die erfahrenen Spieler auch mit in die Verantwortung zu nehmen, das kannst du mit den jungen Spielern noch nicht. Aber das machst du halt mit den erfahrenen Spielern. Was aber nicht ausschließt, dass du auch solche Spieler mal disziplinieren musst. Ist ja überhaupt keine Frage. Ja? Und wenn es gar nicht geht, auch mal suspendieren musst. Aber ich habe in all meiner Zeit, also jetzt über 20 Jahren Trainer, ein einziges Mal einen Spieler suspendiert, das ist schon ganz, ganz lange her. Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Nee, ich glaube, da warst du noch gar nicht geboren. Nein, Quatsch. Nein, aber das war so ein einziges Mal. In welchem Verein? Das war beim MSV Duisburg, das war der Holger Gerke. Mit dem Torhüter. Ein super, der hat einfach, und das war ein Leistungsträger. Aber der hat irgendwann mal, dann habe ich den Torwart gewechselt und das können ja manche nicht so. Dann verkraften und verarbeiten. Ne? Und dann hat er sich ins Tor gestellt und dann habe ich noch mitgespielt, da haben wir aufs Tor geschossen, ich war dann der Prellspieler, immer wieder Bälle und habe dann natürlich im Rücken den Gerke gehabt und habe nicht immer geguckt, das ist auch klar. Ne? Sondern ich habe die Bälle abgelegt, dann kam der nächste schon und dann habe ich nur eine Reaktion der Schützen gesehen. Ja, irgendwas stimmt da nicht, der geht ja immer rein. Und dann habe ich gesehen, dass er einfach bockig war. Mhm. Weder mit den Händen noch mit den Füßen gehalten hat, dann habe ich ihn ermahnt. Und ja, kam keine Reaktion, habe ich ihn erstmal reingeschickt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, zum nächsten Aufsichtsspiel fährst du nicht mit. Und Anfang der Woche setzen wir uns zusammen, dann sprechen wir mal darüber, wie du die Situation einschätzt und ob du den Fehler, den du gemacht hast, einsiehst. Ja, dann haben wir das gemacht, er hat keinen Fehler eingesehen, er sagt, dann tut mir leid. Ja, dann kann ich nicht mehr mit dir zählen und dann haben wir ihn eben auch suspendiert. Mittlerweile ist ja lange, lange her. Schon lange ausgesprochen. Ja, schon längst. Wir haben schon viel Spaß miteinander gehabt. Hat er im Nachhinein gesagt, da habe ich mich falsch verhalten? Das hat er dann auch mal gesagt, ja. Aber er sagt, er hat sich falsch behandelt gefühlt durch mich, weil ich ihn aus dem Tor genommen habe. Das hat ja Gründe gehabt, die aber ein Spieler nicht immer versteht. Ja, und dann musst du als Trainer eben auch handeln. Auch als Junger, da war ich noch ein junger Trainer, also relativ junger Trainer. Anfang 40 war ich da, glaube ich.
Ja, also das gibt es auch. Und ich habe auch, was weiß ich, Yannis Amanatidis mal für eine Woche zum Überlegen geschickt. Und also war ja nur wirklich ein ganz wichtiger Spieler in Frankfurt, der auch ein super Verhältnis, privates Verhältnis damals zu Herbert Bruchhagen gehabt hat. Und Harry Kammer muss da, ja, ich sage, das muss jetzt sein, das geht nicht anders. Ich muss die gesamte Mannschaft schützen, da kann nicht einer nebenher laufen und das machen, was er will. Und danach war es wieder gut. Hinterher habe ich ihn sogar zum Kapitän gemacht. Ja? Gibt es dann so Gespräche, wie ich mir das immer vorstelle, aus meiner aktiven Zeit im Basketball auch kenne, wo der Trainer dann wirklich schon mal sagt, so, wir hocken uns mal hin, es muss nicht auf dem Trainingsgelände sein, kann irgendwo im Café, irgendwo im Hinter, so wie hier jetzt, im Hinterraum irgendwo sein. Und wird es dann auch mal so ein bisschen persönlicher, so ein bisschen, dass man sagt, Mensch, hör mal, Junge, du musst mich doch auch verstehen, denk noch mal drüber nach. Also eben nicht nur auf dieser Business-Ebene. Absolut, absolut. Und dann gibt es auch Situationen, wo ich dann eben auch versuche, noch mehr Verständnis für meine Entscheidungen, weil du dann eben auch manchmal auf private Dinge, Beispiele kommst, zu Hause in der Erziehung mit Kindern ist es ja ähnlich. Ja, die versuchen natürlich auch auszuloten, was geht und was nicht geht. Und da musst du als Trainer eben irgendwann mal Flöcke einschlagen, bis hierhin und dann nicht weiter. Kann man als Trainer Rücksicht auf private Probleme von Spielern eigentlich muss nehmen? Muss man. Ist tatsächlich so. Ja. Jeder ist ein Individuum, jeder einen anderen Charakter. Aber es gibt schon Leute, die auch wirklich kommen und sagen, du, pass auf, ist gerade echt schwierig bei mir, hab Probleme. Absolut. Da nimmst du auch Rücksicht drauf. Da nehme ich Rücksicht drauf, wenn ich es vertreten kann. Aber in der Regel sage ich immer, wenn es im privaten Bereich irgendwelche Probleme gibt, nehme ich da Rücksicht drauf. Mhm. Leider ist es manchmal so, dass du das als Trainer zu spät merkst. Mhm. Oder eben auch zu spät gesagt bekommst. Das merkst du nicht immer. Du zeigst, ein Spieler bringt nicht die Leistung, die du erwartest. Du sprichst mit ihm, du greifst ihn vielleicht auch mal an. Dann in der Hinsicht vielleicht auch unberechtigt, nur du weißt das nicht in dem Fall. Mhm. Ja, und daher ist es immer sehr, sehr wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das sind Spieler, und das gab es auch schon, dass sie dann gekommen sind, Trainer, ich habe gerade private Probleme mit meiner Frau und so weiter, das stimmt nicht. Gibt es auch Spieler, die dann Rat suchen? Ja, gibt es auch. Die gibt es auch. Ja. Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los?